Schon so, losgehen. Ja. Also, von der einen Quest. Ach so. Ja, ja, klar. Aber guck mal, hier siehst du mal. Wir haben extra diesen dunklen, bösen Hintergrund. Also wir sind noch in diesem Modus. Wir haben Blut geleckt, wie es scheint. Ach du Scheiße. Alter. Das könnte man sich ja noch gerade so vorstellen. Ich war schon mal 200 Jahrhunderte im Weltraum. So. Wir gucken mal. Also wir haben keine Nebenquests. Wir haben Kopfgelder. Wir müssten also jetzt sowieso erst noch irgendwelche Gerüchte rauskriegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Gerüchte es gibt. Das bedeutet, dass wir jetzt uns hier meditieren und gehen zumindest einen kleinen Schritt in Richtung Hauptquest weiter. Die müsste jetzt wieder aktiv sein. Wir haben da unten, ich sehe sogar da unten, wo ist das? Grease, wenn keiner von uns zurückbleibt, muss jemand hier die Anlagen aktivieren. Oh ja, sicher. Ich frag mal rum, ob hier jemand so halsbrecherisch ist. Törgel vielleicht? Vielleicht nicht Törgel. Auslöschungstruppler, was machen die hier? Verdammt, sollst du sein! Ich werde dich leiden lassen. Okay. Nimm doch deine Blockade weg hier, Mann. Warum kann ich da nicht gegenschlagen? Och nö. Deine Macht kann mir nichts anhaben. Wie macht er das? Tja, wie macht er das? Alter. Hey, Kumpel! Bleib hier! Hört ihr mir?
stimmen, bitte! Ich brauche Hilfe! Verfolgung aufnehmen! Bestätige Treffer! Mein Fallen! Ich bin beschädigt! Lass mich hier raus! Hörst du mir mal? Alter! Inkompetent! Verteidige mich! Diese Einheit steht noch! Sie haben sich bewegt! Man sagt! Hey, BD! Oi. Och nö. Willst du mir mal bitte? Ey, was ist denn hier los? Ich bin hier gleich über. Ist denn... Ach, scheiß drauf jetzt. Erwartet. Vielleicht hat Bord ihnen gesagt, dass wir kommen. Oh, war das heftig. Also diese, ja, ist also, puh. Ich kann hier links rum, da war auch eine Kiste, die ich noch nicht aufgemacht habe, aber erstmal... Aber man merkt, es wird dichter. Stell mal vor, ich hätte jetzt noch einen höheren Schwierigkeitsgrad als jetzt. So, hinter mir ist eine Kiste. Wo denn? Da drüben? Nee. Hier. Hä? So, ich gucke jetzt auf die Kiste. Okay, ich glaube, das ist verbuggt. So, und von hier muss ich theoretisch durch das große Tor rechts. Durch diese kleinen Tore komme ich gar nicht, ne? Okay, das ist kaputt. Ach, das Ding, wo wir nicht weiterkamen. Hm. Das sieht vielversprechend aus.
Alle Anlagen sind online. Jetzt müssen wir sie nur noch aktivieren. Ja, das wird einfacher als gedacht. Cree muss die Anlage bei der Evakuierung abgeriegelt haben. Aber das wird uns nicht aufhalten. Leitet auf dem Beobachtungsdeck die Ausrichtung ein. Eines muss man Cree lassen. Sie hat an alles gedacht. Ist es dann der dritte Strahl da oben? Das hier ist der Fahrstuhl, wa? Hier geht's nicht weiter. Okay. Du hast es geschafft. Reese hat gesagt, sie brauchen Unterstützung. Und hier bin ich. Von weiter weg. Sicher nicht einfach. Ich mag 200 Jahre alt sein, aber ich bin frisch wie ein Padawan. Erstaunlich. Oh, Kerl, das ist schlichtweg erstaunlich. Kannst du die Anlagen starten, wenn wir in Position sind? Oh, ich warte nur auf Ihren Befehl. Es wäre mir eine Ehre, den Traum von Meisterin Cree erneut wahr werden zu sehen. Für deine Meisterin. Die Anlagen. In einer Kontrollanlage im Zentrum von Rambler's Reach konnte Carl die Anlagen von Kobo auf den Abyss ausrichten. Als die letzte lief, traf sie ein, um zu helfen. Sie wollte auf Carls Signal warten, um die Anlagen für Carl zu aktivieren und den Traum ihrer einzigen Meisterin zu erfüllen. Das Wissen, dass es möglicherweise eine Reise ohne Rückkehr wird, ändert nichts an der Entschlossenheit der Crew, die sich nun auf alles vorbereitet, was da kommen mag. Tennelore ruft. Und das Stichwort ist wirklich vorbereiten. Stelle Boot auf Tanalor. Zeit zur Mantis zurückzukehren, Kumpel. Dann fliegen wir durch den Abyss. Ich bin davon auch nicht begeistert, aber es ist der einzige Weg nach Tanalor. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das Fahrstuhl des Todes hier, wa? Okay. Ich werde jetzt angegriffen. Lass uns hier eine Pause machen. Jetzt können wir sie wirklich ziehen. Das könnte uns doch den einen oder anderen Vorteil geben. So. Und...
schauen wir mal auf die Karte noch schnell. Machen wir noch ein bisschen Sammlung. Also, nächste Hauptaufgabe ist natürlich, dass wir dann wegfliegen. Das möchte ich jetzt natürlich noch nicht. Ich möchte mal schauen, ob wir noch irgendwo... Ich glaube, da müssen wir aber die Karte auf einem anderen Modi ausrichten. Nicht ausrichten. Wir müssen dann über den Kartenmodus gucken. Guck mal, wir haben hier noch was, was wir noch nicht geöffnet haben. Das ist im Ramblers Reach hier, ne? Meditationspunkt, wo ist der? Pylons Pelun. Und hier ist noch ein Bereich, im Außenbereich, den wir noch nicht beguckt haben. Wo ist das? Auch hier, guck mal, hier oben. Wir stehen jetzt hier unten, wenn ich hier hochgehe. Was ist denn, wenn ich drunter stehen bleibe, wäre ich zerquetscht? Ich probiere es lieber nicht aus. Die habe ich nicht gekriegt, die Kiste. Oder war da jetzt eine Kiste? Das war, wo ich vorhin schon geguckt habe. Das ist dieser eine Sockel, aber da ist nichts. Da ist nichts drin. So. Und zwar ist die schräg links über mir. Irgendwo ein Durchgang. Da oben. Die Frage ist, wie käme man denn dahin? Das Ding da. Wow. Oh. Ich hab's nicht kommen sehen. Nach da unten kommen wir. Da waren wir auch, glaube ich, schon. Genau. Da waren wir auch schon. Aber wie kommt man hier hin? Guck mal hier. Das ist nämlich im Fels da oben drinne. Da oben. Und ich glaube, von oben kommen wir da nicht hin, ne? Mag sein, aber ich sehe da nicht die Zuleitung. Wobei, das ist hier der Außenbereich. Vielleicht doch. So, jetzt sind wir im Außenbereich. Wenn wir also da hochkämen, könnten wir uns vielleicht von unten ablassen. Ach, guck mal, wir können jetzt die anderen Sachen aufmachen, weil wir haben jetzt... das geht wahrscheinlich die Kiste auf. Endlich mal... So. Dann haben wir ja die hier noch. So, was ist die Tür da? Die Tür ist auch noch gesperrt, wie es scheint. Gucke. Da ist auf der anderen Seite dann ein Schalter. Für Elektro. Hey, in Ordnung! Ich bin fertig mit dir! Hör mir!
hier ist nichts drin. Aber irgendwo da... Was ist das hier oben? Was ist das für ein Symbol? Wird leider nicht größer. Wovon redest du? Ich denke, ich habe das Zeug zum Kommandanten. Ich bezweifle, dass du länger als eine Woche durchhalten würdest. Von da oben. Okay, jetzt haben wir das. Alles klar. Aber ich glaube, mit denen können wir da nicht hochspringen, ne? Oh. Das Action. Da bei diesem Turm. Na toll. Na toll. Hey, bitte. Ey. Er ist meiner. BD, hilf mir bitte. Angriff erfolgreich. So war es auch nicht geplant. So war es nicht geplant. Oh, was ist das da? Hat man den schon da oben dann? Mehr oder weniger. Hatten wir, glaube ich, ne? Hier unten ist ein Tor. Hier sind überall so eine Verzierung. Das doch irgendwas zu bedeuten hat. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie da oben aufs Plateau. Da gucke ich jetzt doch mal kurz und dann ist so gleich Schlafenszeit. Also fertig machen, ne?
Oh, hier, das ist... Bedeutet das irgendwas? Zu den Javas muss ich doch noch irgendwie nochmal... Die haben da Beef. Ja, nee, dann... Oh, da ist doch was Grünes. Moment. Scheiße, ich brauchte die Dinger, wa? Die hätte ich doch werfen können. Irgendwas mit Säure. Oder kriegen wir hier so ein Ding jetzt hier langgezogen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie so eine Bombe. Nee. Da sind auf alle Fälle zwei Sachen. Einmal, ich glaube, das ist, ja, was ist das hier? Eine ungeöffnete Truhe und, ach, ein Echo ist das. Oh Mann, hier sind noch einige Stellen, wo wir noch nicht drin waren. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Beziehungsweise storymäßig geht es beim nächsten Mal weiter. Wir dürfen nicht zu weit hier. Nicht, dass irgendwas hier getriggert wird. Charaktere oder Gespräche verfügbar. Okay. Verstehe. So, wo ist... Da. Und guck mal, was da oben ist. Aha. Guck mal. Ach, guck mal. Jetzt sind wir hier. Was bringt uns das? Hier waren wir schon mal. Okay. Wahrscheinlich, dass man hier kurz Pause machen kann. Thank you.
Lass uns das See zeigen. Ui. Okay, ich will bloß reingucken. Ich kann das schaffen. Keine Ahnung, was das ist hier. Ach, er! Ich wette, dass das mitgezählt wird, wie oft man es einsetzt. Und dann, ob man dann zur bösen, zur dunklen Seite wandert oder nicht. Es wird bestimmt passieren, bei meinem Glück. Das hat funktioniert. Deswegen ja. Deswegen ja. Es ist ein super Blick hier. Na toll, super. Naja, gucken wir mal. Gut. Nee, ich muss speichern an einem Dings, ne? Okay, schade. Ist eigentlich ein super, super Location hier unten. Aber ich kann ja ein bisschen rumfliegen, ne? Dann so. Und dann so. So. Oh. Und durchatmen. Ausruhen. Gespeichert. Vielen Dank fürs Zusehen. Auch heute geht es ein bisschen eher ins Bett, einfach witterungsbedingt. War zwar schönes Regenwetter, aber es ist halt sehr schwül. Und da sollte man trotzdem jeden Schlaf mitnehmen, den man bekommt. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Würde mich freuen. Schlaf gut, träumt was Schönes. Ne? Habt einen schönen Mittwoch. Mittwoch. Ohne Wok. Und bis dahin. Euer Firefox.